So, servus, willkommen zu diesem neuen Video. Servus. Wir sind heute wieder zu zweit unterwegs. Der Flo vom Bavarian Muskrats. Verlinke ich euch natürlich auch wieder im Kanal unten. Einfach in der Videobeschreibung schauen. Und wir schauen eine alte, verlassene Muna an. Beziehungsweise erkunden sie. Wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Da ist schnell gern mal ein Jäger-Förster da, der uns vertreiben möchte. So die Erfahrung vom Flo zumindest. Ja, wir haben ja beide schon kennengelernt. Und dann würde ich sagen, los geht's. So, also jetzt sind wir schon ein bisschen im Wald drin. Und das wird jetzt ein bisschen so eine Hide-and-Seek-Aktion, glaube ich. Also wir haben jetzt hier einen Schacht gefunden, da geht es da unten rein. Da werden wir jetzt mal nachschauen, ob es da weiter reingeht, ob es ein Raum ist oder vielleicht ein weiterer Gang, der einfach weiterführt. So, dann leuchten wir da mal rein. Okay, es ist ein Schacht. Wenn man genau schaut, dann sieht man auf der anderen Seite sogar noch Licht. Also da ist auch irgendwo ein anderer Verbruch auf der anderen Seite. Ja, hier ist die andere Seite, wo das Licht reingekommen ist. Autoreifen oder LKW-Reifen liegen da drin. Und wie man schaut, das ist eine T-Kreuzung, also quasi aus der Richtung. Da haben wir reingeschaut. Dann geht es in diese Richtung weiter und in diese Richtung weiter. Jetzt haben wir gerade besprochen, dass wir diesen Gang geradeaus weitergehen. Und ja, ein Stückchen weiter hinten dann links zu den ganzen Sprengstoffbunkern gehen. Hier als auch da hinten sieht man wieder was von diesem Gang. Hier hinten sogar ein bisschen mehr. Und hier ist auch wieder eine Abzweigung, erkennt man klar und deutlich. Ja, jetzt hier hinter mir, das ist alles so muldenartig. Da liegen auch richtige Brocken vom Beton und sowas drin. Bin ich mir gar nicht so sicher, ob das ein Gebäude war oder ob das einfach diese Teile hier alle rumliegen, weil die das ja in die Luft gesprengt haben damals. Da erkläre ich nachher ein bisschen mehr zu. Also ist meine Vermutung, dass hier ein Gebäude war, wahrscheinlich richtig. Hier sieht man nämlich, ja, wie so eine Art Decke. Da hinten ist nur, weiß nicht, ob das Fundament ist. Hier ist auch so eine Beschichtung drauf. Wahrscheinlich, dass keine Feuchtigkeit reindringt. Ja, hier muss man ein bisschen Gas geben, weil wir laufen natürlich jetzt direkt auf dem Forstweg und wie gesagt, der Flo ist schon richtig überrascht worden von diesem Jäger mal und deswegen halten wir uns eher im Unterholz auf. Der Eingang war noch gut, aber normalerweise ist das hier alles zu, kann man durchlaufen und hier drüben ist der Ausgang und geht da drüben wieder raus. Ja, und hier ist die andere Seite. Ja. Und das ist genau baugleich wie hier drüben, wo wir rein sind. Also das ist quasi, das macht so eine Kurve. Dann kommt ein größerer, längerer Raum und dann geht es wieder so zickzack raus. Und hier war definitiv mal ein Gebäude. Und hier sind auch wie so kleine zwei Schächte, aber wir schleichen uns jetzt ein Stück weiter darüber und gehen dann nach links.
wieder ein Stück weiter. Sieht man hier wieder einen Haufen Betonreste von irgendeinem Gebäude. Da geht es auch rein, glaube ich, wie ich das sehe. Ja, da ist auf jeden Fall was drunter. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen. Und da drüben ist eine geteerte Straße, da ist gerade ein Auto lang gefahren. Nicht, dass er diesen Weg hier lang fährt, weil dann sieht er uns. Ja, der Flo schaut da gerade auf den Bunker drauf. Da schaut ein Rohr raus. Der Eingang wird auf der Vorderseite sein, denke ich mal. Aber dann stehen wir direkt auf dieser geteerten Straße, wo halt dann auch durchaus immer Leute vorbeifahren oder der Jäger vorbei. Und hier ist gerade ein Jeep vorbeigefahren. Muss ich ein bisschen aufpassen. Also hier wieder raus. Und dann schaue ich zurück zum Flo. Der kraxelt, glaube ich, auf dem Bunker noch rum und schaut da irgendwas. Und dann neben dem Bunker auf der anderen Seite ist gleich noch ein Gebäude. Und hier ist das nächste Gebäude. Ja, ist halt echt zerfallen hier und auch voll Wasser. Ja, und von oben ist das alles schon so bewachsen, das würde man von oben gar nicht mehr erkennen, dass hier ein Gebäude stehen würde. Man wird es auf dem Video nicht gut erkennen, aber hier ist ein Hügel. Und da sind wir an so einem Bunker dran. Da drüben ist gleich quasi der Eingang. Ja, von hier gestartet bis da hinten rum erkennt man noch so einen Wall. Und das war mal der ganze Bunker, der war überdacht. Und meines Wissens nach war hier pro Bunker 10.000 Kilo Sprengstoff gelagert. Und von diesen Bunkern gibt es ungefähr 10 bis 15 Stück. Und manche sind noch besser intakt als der hier. Ich weiß aber nicht, ob wir noch an so einen rankommen. Müssen wir mal schauen. Ja, hier haben wir so ein Exemplar mit Dach. Beziehungsweise am Durchgang. Und man sieht auch noch ein bisschen die Reste von der Decke auch. Hier sieht man es richtig gut. Und richtig Abenteuerlustige können dann hier unten reinschlüpfen, wenn sie Lust haben. Ich mache es nicht, denn hier wurde Sprengstoff gelagert. Und ja, ziemlich zum Ende des Krieges meines Wissens nach, als die Amerikaner auf dem Weg hierher waren, wollten sie eigentlich alles, sagen wir mal, hier wegschaffen, haben es zeitlich nicht mehr geschafft und haben alles in die Luft gejagt. Also liegt hier halt auch noch eventuell Blindgänger rum und deswegen kriege ich in solche Dinger nicht rein. Und wenn es bumm macht, dann ist von mir nichts mehr über. Jetzt muss ich meine Aussage noch mal ein bisschen berichtigen. Ich habe vorhin von 10.000 Kilo gesprochen. Hier steht was von, ich glaube, das ist eine 30.000. Es gibt aber verschieden große Bunker, also kleinere und glaube etwas größere, dass da leichte Abweichungen sind, dass der eine vielleicht kleiner ist und deswegen 10.000 dort steht. Ist schon lange her, war 2016, glaube ich, wo ich zuletzt hier war. Von daher steinigt mich nicht, falls ich falsch liege. Thank you.
So, wir haben das Gebiet erkundet. Machen wir uns jetzt auf den Rückweg und werden uns noch was zu essen kochen. So, haben wir uns aufgebaut. Beim Flo gibt es, wie man sehen kann, Onkel Bens Reis und daneben Gulasch. Bei mir gibt es Bratkartoffeln und zusätzlich tue ich noch so eine Packung Speckwürfel mit rein. Habe hier meinen Topf schön eingebrannt, Öl ist auch schon drin. Und dann geht es gleich los. Ja, beim Flo wird das Wasser auch schon warm, man sieht, dass es dampft. Und Gulasch explodiert wahrscheinlich. Explodiert gleich, ja. Und bei mir brutzelt es. Wenn es wollt, kann ich auch gerne mal vorstellen, was ich da habe, mit was ich koche. Weil ich selber habe ziemlich lang gebraucht, bis ich es so hatte, dass es mir gefallen hat. Ich glaube, ich habe ein Dreivierteljahr rumgewurschtelt, bis ich irgendwann auf dem Spitkocher mit Brennpaste und verschiedenen Behältern für verschiedene Anwendungszwecke eben raus hatte, was ich für was nehme. Und mir gefällt dann einfach, dass es recht kompakt ist und ich kann mit dem Topf sowohl auch einfach meine E-Pass oder Aluschälchen draufstellen. Und wie gesagt, es wiegt nichts, es ist leicht, es ist kompakt und man kann recht viel damit machen. Also wenn ihr es mal wissen wollt, einfach in die Kommentare schreiben, stelle ich es euch gerne mal vor. Oh, mal noch umrühren. Fertig. So, wir sind fertig mit dem Essen. Auf der Tour sind wir nicht erwischt worden. Ab und zu ist zwar ein Auto vorbeigefahren, aber wir haben es geschafft. Mission erfüllt. Schaut beim Flo auf dem Kanal vorbei, Bavarian Muskrats. Verlinke ich euch, wie gesagt, auch im Intro. Und in dem Sinne sage ich, bis zum nächsten Video. Wird bestimmt nicht mit uns zwei das letzte Video gewesen sein. Genau, bis dann. Ciao. Peace.